Außer am Grubebrand nur noch die Hauptschule restlos verbrannt. Ah, das Spin. Der kommt von der kosmischen Hintergrundstrahlung und der Gegenbewegung. Von der Milchstraße. Was forschen das Fraunhofer Institut eigentlich? Quantencomputer? Ja, was ist man da machen können? Gerade so mit Chest und Time und Aktie. Und sind sie da noch, haben sie nicht auch diese Abstimmung von den tiefen Hirnstimulationsgeräten mitentwickelt? Ja, ich weiß auch nicht, wo man diese ganze psychoakustische Daten her hatte. Vielleicht, nee, das ist jetzt eine Unterstellung zu viel. Dann ist endgültige Beleidigung. Aber vielleicht hat man ja in dem Arbeitslager in Breitenau Knalltraumaversuche gemacht und die Tabelle oder Liste da zusammengetragen mit einer Zahlenkolonne. Möglich. Na, möglich ist viel. Möglich ist aber auch, dass man das durchaus im BBS-System schon vorher ähnlich gut hatte. Und da musste man halt noch ein bisschen mit der Frequenztransformation und mit der Huffman-Kodierung da, ja, die Frequenztransformation dauert ewig und die Huffman-Kodierung macht Datei größer. Ja, das war einfach nur Transformkodierung, oder? Ja, aber dann kratzt's halt. Ja, aber wenn man mehrfach transformkodiert mit verschiedenen Tabellen, mit der Vergleichssample, mit der Fuzzy Logic und einem Differenzenbetrag uns dann mittelt, oder irgendwie, ja, immer kleinere Tabelle, dann hätte man gewissermaßen eine statistisch ausgewogene Tabelle. Oder man macht noch Kleinigkeiten von der Frequenztransformation mit und man kann sich ausrechnen, was man bräuchte. Ich glaube, 12 Bit für die Tonhöhe und 1 Byte für die Amplitude. Man könnte noch mit so Flambel packen, aber und dann hätte man aber nur 20 Sekunden Blocklänge. Wie war das jetzt? Ich weiß es nicht genau. 100 mal 1,5 mal 20 sind 3000, oder? Und das mal 18 mal 24 kbps. Ja, und das ist das, was da ungefähr drin ist. Und so klingt das. Bei den Verläufen vom Spektrum ist was ich da auch nicht sicher, aber es deutet viel darauf hin, dass es die lautesten Töne am besten tun. Ja, die hört man ja eher am deutlichsten meist. Es war natürlich eh kein wirklicher Marker. Wenn man sich's genau überlegt, ist so viel gar nicht mehr gekommen. Ja, und das darf man aber nicht sagen. Denn schließlich hing da eine ganze Menge Wirtschaft dran. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, Fido-Request gemacht hätte und dann mit einem Cobox-Adapter oder es gibt noch eine andere Möglichkeit. Man kann einen Akustikkoppler auf Kassette aufnehmen und einfach die Abspielgeschwindigkeit verringern. Da hat man die Telefonleitung auch Kassettenqualität. Ja, aber was hätte man dann gemacht? Dann hätte man einfach dieses VQ verwendet. Da gab es verschiedene Namen. Ja. Es ist halt auch nicht so der Bringer, was ja V32 Modem und ja, es hätte noch gelangt, es mit 8 kbps in Echtzeit zu transferieren. Ja, aber diese ganze Audio-File, ja, die können halt das Kratzen nicht haben, dabei ist es beim einem Empfang ja auch nicht anders. Also,
Jetzt dann zum Vergleich, das sind ungefähr dann 128 kbps. Ja, nicht ganz, aber sehr genau. Ja, nimm mal die Mutter, die Mata von VQ. Ja, das ist jetzt dann die Mata von VQ, ist aber auch nichts Neues. Mich vermacht habe, eigentlich war es 2,5 Byte für eine einzelne Schwingung. Ja, und auch hier habe ich mich vermacht, es sind da eigentlich nur 32 kbps. Also das gesamte Lied wäre jetzt 500 kb groß, knapp drüber. Ja, und das ist jetzt ein kleiner Auszug davon. Ja, das ist jetzt die Mama von VQ. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.